Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ein Kind im Wald. Das sind wir immer noch. Hab nichts verpasst. Los geht's. Ich frage mich nur, ah, da hinten leuchtet was. Dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. Dann soll das so sein. Gut. Wartet, ich schreibe vielleicht kurz auf den in den. Dad? Ah ja, passt schon. Okay. Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Eine Karte? Eine Sammelkarte. Ah, mich ärgert's fast ein bisschen. Wir hätten uns wirklich schon früher mehr umschauen sollen. Brian Xander Morgan, der Mörder. Haha. Jetzt haben wir in der Stadt schon ein bisschen was verpasst. Ich meine, das ist nicht wichtig, aber es sind nette kleine Geschichten und skurrile Charaktere, die man da trifft. Das haben wir jetzt ein bisschen versäumt, leider. Das wollte ich nicht. Aber es ist eigentlich Kleinkram. Martina! You are waiting here for someone, aren't you? The person you are waiting for will be here soon. We come toward the climax. As the angels said, I was soon fated to meet him. What do you think of those dreams, Zach? So I do care for Emily. What about you? We should take this opportunity and talk about this a bit. If I hadn't seen Yor come into the bar, well, you wouldn't have found this place, would you? Now, how about that? I guess I've always been lucky when luck was needed. That's why I've been able to stay in business, too. Although we have Willie to thank for finding this room, I suppose. He's got a great nose. Clever, too. He'd be a great businessman if he wanted to be. I owed you guys one anyway, and I owed York big time, too. You guys didn't tell anyone about that whole thing with Diane. I want to help you guys out. Is there anything I can do? Kaysen, I appreciate the offer. But this is a police matter. You can leave everything to us from here.
Oh, well, okay. George, look. These cigarettes. They're the same brand that York smokes. He's definitely been here. Carol's been missing since the bar closed last night. This town will be deserted if this keeps up. What do you think is really happening here in Greenvale? Emily, let's focus on looking for York. I just hope there are more leads than a cigarette butt around here. Hey, Willie, of course! You can track his scent, can't you, boy? What do you think, officers? Let him help you out, why don't you? Oh, he'd make a fine police dog. I told you, we don't need... Sounds good, Kaysen. We need all the help we can get. Come on, George, let's let them help us. But they are civilians. Do you have a better plan? As we speak, York might be... Glaube ich. Mal schauen. Aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen länger. All right. Let's have them help. Thank you, George. But one thing. With York missing in action, I'm back in charge. And York would give me hell if something bad happened to you guys. So promise me you'll call for backup at the first sign of danger. Yes, of course. I think we're missing something here. So I'm going to look around a bit longer. You go with Kaysen and follow York's trail. Thank you, George. Also ich spiele jetzt noch bis 12. We're counting on you, boy. Welcome to the force, Deputy Willy. Aber ich kann gerade überhaupt nicht einschätzen, Mr. Hawkeye, wie lange das Spiel noch geht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. In meiner Erinnerung ist das jetzt schon ziemlich Finale, aber in meiner Erinnerung ist das Spiel eigentlich auch viel, viel länger. Kann natürlich sein, dass ich früher viel mehr eben so Nebenquests gemacht habe, weil da gibt es etliche. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass wir jetzt schon so weit sind. Weil eigentlich dachte ich die ganze Zeit, es kommt bald erst noch diese... Let's get rolling then! Naja, egal. Okay, I'm counting on you, Willy. Oh, not Bait counting on me, though, are you? Sheesh. Okay, jetzt verfolgen wir den Hund. Mit der Musik dazu. Es ist schon irgendwie weird und witzig. Und Kaysen ist mit dabei. Ja. Okay. Wo geht's lang, Willy? Zeig den Weg. Okay. Vorsicht, Willy, nicht einfach über die Straße laufen. Hat dir das dein Herrchen nicht beigebracht? In der Straße muss man erstmal warten, Sitz machen und dann schaut man weiter. Müssen wir zum Friedhof oder was? Das stimmt. Ein toller Hund. Ein echter Polizeihund.
Wie vorher mit Anna in der Passage, führt uns der Hund wieder erstmal einmal im Kreis, oder wie? Ah nee, jetzt sind wir da. Nur einen kleinen Umweg. He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him Bee. Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed, well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why, they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why, they'll just carry on regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kaysen. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Okay. Weiter geht's. Oh Mann. Roter Ladebildschirm, das heißt nichts Gutes. Ah, wir können ganz gut durch unsere Augenbinde durchschauen anscheinend. Thomas, I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you'd do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply, but recently that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York, you'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Warten wir mal ab. Wenn wir nochmal die Gelegenheit kriegen, die Stadt zu erkunden, werden wir das auf jeden Fall nochmal stärker durchziehen. Ich bin mir, wie gesagt, echt nicht mehr sicher. Billy, weiter geht's. Willi? Ich hab Willi verloren. Kaysen ist auch weg. Alle sind verschwunden. Ah, da ist er. Okay. Hey, no, 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 no.
Jetzt das Auto oder wie? Nee. Direkt gegenüber vom Polizeirevier sind wir jetzt. Würde mich nicht wundern, wenn Thomas sein Versteck ganz in der Nähe irgendwo hätte. Hey, where are you going? Ah. Deputy Willie, he's over here. Okay, come on, hurry! Bin schon zu weit gelaufen. Bin zu weit gegangen. What's wrong? Something's bothering you. Oh no, it's just I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But it's... well, she reminds me of my mother who passed away. Kaysen. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No, no way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Right, let's get going. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Okay, weiter geht's, Willie. Okay, wir wechseln anscheinend wieder zu York zurück, so wie es aussieht. Yorkgurt. Leckeren Yorkgurt. Zack, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zack? Which reminds me, there's another great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zack. Das stimmt. So ein Hunde-Minispiel. Wäre cool gewesen, wo man der Fährte folgen muss in so einem Hundemodus. Hätte man auch machen können, statt mit Emily zu spielen, aber why not? So, weiter geht die... Nein! Come on, Spiel! Das ist schon das zweite Mal, dass das abstürzt. Und bei einem Spiel, das nicht ständig autosaved, ist das wirklich nicht cool. Mensch. Ah, Gott, jetzt weiß ich echt nicht, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Das finde ich wirklich nicht gut. Also echt. Also manuell gespeichert habe ich das letzte Mal ziemlich sicher auf der Flucht vom Raincoat Killer. Zum Glück ganz am Ende, aber trotzdem. Und ich hoffe, wenn wir jetzt wieder das alles machen müssen mit der Hundeverfolgungsjagd und so, kann ich wenigstens die ganzen Dialoge überspringen. Wir brauchen kein, was bisher geschah. Danke. Oh, come on. Das können wir nämlich leider nicht und überspringen, glaube ich. Dad! Come on, boy, or it'll be too late.
Ich schau gerade mal, wie lange das Spiel noch ist, so ungefähr. Ah ja, guck, ich glaube, so lange ist es tatsächlich nicht mehr. Wir sind im 6. Kapitel. Ich habe das ganz falsch eingeschätzt, irgendwie ganz falsch in Erinnerung gehabt. Naja, gut. Dann ist es nicht mehr so lange. Werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal fertig. Dad? Dad? Come on, boy, or it'll be too late. Naja, gut. Ja, ich meine, bei älteren Spielen, wenn das jetzt am PC wäre und das wäre ein älteres PC-Spiel, hätte ich dafür ja total Verständnis. Aber das ist ein relativ neuer Re-Release auf der Switch. Dad? Also, da gibt es keine Ausreden. Dad? Das ist einfach schlampig geportet. Come on, boy, schlampig or it'll be too late. Sonst sollte sowas eigentlich nicht passieren. Vor allem beunruhigt mich immer, wenn es nach einer Cutscene abstürzt. Weil das könnte dann gut sein, dass sich das einfach wiederholt. Also, wer weiß, ob das nicht an der gleichen Stelle jetzt wieder abstürzt. Aber beim letzten Mal war es auch so und da hat es dann auch gepasst. Und solange wir die Dialoge und die Cutscenes überspringen können, sind wir gleich wieder da, wo wir waren. Nachdem Dad? Wir diesen Albtraum hier überwunden Dad? Haben. Come on, boy, or it'll be too late. Dann nehmen wir noch die Karte von unserem Vater. Wahrscheinlich. Das ist schon zum nochmal spielen eine ziemlich frustrierende Stelle. Erst durch den Wald latschen die ganze Zeit stundenlang. Und dann dem Hund hinterherlaufen, stundenlang. Come on, boys! Besser als so eine Raincoat-Killer-Verfolgungsjagd. Auf jeden Fall. Insofern ist es schon okay. Und wir können tatsächlich durchskippen durch die Cutscenes. Gut. Dann sind wir gleich wieder da, wo wir waren. Alles gut. Alles gut. Keine Sorge. Cool bleiben. Weil ich meine, das waren jetzt die letzte halbe Stunde bestand, glaube ich, aus 25 Minuten Cutscenes. Das heißt, 5 Minuten müssen wir jetzt schnell Ladezeiten und Spielen in Kauf nehmen nochmal. Das kann man noch verschmerzen einigermaßen. Aber trotzdem. Darf es nicht passieren, sowas. Okay, Willy, da geht's lang, oder? Ich lauf schon mal vor. Okay, ich darf nicht vorlaufen, ist schon klar. Ich finde es schön, wie Willi, ist mir gar nicht aufgefallen, die Fußgängerübergänge wirklich benutzt. Er rennt zwar nicht auf dem Gehsteig, sondern auf der Wiese, aber die Fußgängerübergänge benutzt er wenigstens. Schön. Warum nicht? Die Laufanimation von Cason ist auch super, aber ihre ist auch so weird irgendwie. Die laufen alle komisch. Guck mal, auf seiner Hose hinten, der Dalmatiner, das sieht so, das ist verwaschen und so, man sieht es nicht wirklich, auf seiner Gesäßtasche von Cason. Aber das sieht so nach einem 101 Dalmatiner aus, dass das schon fast eine Urheberrechtsverletzung ist, oder? Das ist doch auch wirklich, also ich meine, wow. Dass sich Disney da nicht beschwert, naja, nee, dafür ist es zu verwaschen und zu klein und sieht aber schon sehr nach dem Stil aus. Aus dem alten 101 Dalmatiner Zeichentrick. Wie er guckt. Komm schon, den holen wir ein. Ja! Ich meine, gegen den Hund haben wir keine Chance, aber zumindest Cason besiegen wir in diesem Rennen.
Warum heißt er eigentlich Raincoat Killer? Er trägt weder einen Regenmantel noch bringt er Leute um die Regenmantel tragen. Doch, das soll ein Regenmantel sein. Er hat einen roten Raincoat an. Deswegen Raincoat Killer. So, weiter geht's. Nächste Verfolgungsjagd. In neueren Spielen würde man genau solche Sequenzen im Grunde auch haben, aber die Dialoge zwischen den beiden würden während des Laufens stattfinden. So kennt man das aus modernen Spielen. Diese Passagen, also so sehr narrative Spiele, diese Passagen, wenn dann zwei Charaktere irgendwo hinlaufen. Ah, ich habe schon befürchtet, das da kann man nicht überspringen, das ist quasi Gameplay. I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now. Naja, da kommen wir jetzt nicht raus. You and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. Ich mache nebenbei die X, York, die Akte X-Folge. Have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, pünktlich hochgeladen sind. I've also tried not to care erste. About anyone so deeply. But recently, that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York, you'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. Mein Bürostuhl ist kaputt gegangen. Das ist York, die Lehne. I think das I've said too much. Lehnen, it's natural to respond when someone talks to you, I guess. Aber die hält nicht mehr wirklich. Das Everything ist echt ein bisschen schade. Das ist ein cooler Stuhl tonight. Eigentlich. Naja. You just stay there until then. Das war schon immer wackelig ein bisschen. Der andere ist auch wackelig, aber der hält wenigstens noch. Aber der ist so jetzt blöd. Und drunter sind Schrauben. Also drunter ist so ein Plastikgitter mit Schrauben. Das ist ganz ungemütlich. Also richtig schmerzhaft. Ich muss das vielleicht mal festkleben. Das könnte funktionieren. Mit Sekundenkleber einfach festkleben am Rand. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Das Truthahn-Sandwich sieht einfach so ungesund aus. Oder ist da Rotkohl oder irgendwie sowas vielleicht drin? Weiß ich nicht. Das könnte sein. Doch, doch. Aha, ja, Telefon. Da kann man nämlich nur relativ kurz speichern und beim letzten Mal habe ich es übersehen. Gleich wächst das mit roten Lianen zu. Aber diesmal haben wir hier gespeichert. Sollte es wieder abstürzen, sind wir auf der sicheren Seite. Guckt und jetzt, genau. Das habe ich beim letzten Mal erst gesehen, das Telefon, als es zuwucherte. Und dann war es schon zu spät. Da hätten wir uns jetzt ganz schön was sparen können. Also, ganz schön was ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen was hätten wir uns sparen können. Ah, wir wechseln wieder zu York. Genau, nach der Szene ist es vorher abgestürzt. Jetzt sind wir gespannt. Also ich denke mal, dass es nicht immer wieder abstürzen wird, weil sonst wäre das so ein super Game-Breaking-Bug, der bekannt wäre. Zack, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zack? Which reminds me, there's another
great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Ich will nur, dass das zu Ende geht. Hey, genau das gleiche hatte ich heute mit der X-Files. Nur viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Aber ich bin hier echt... Heute ist der Tag der ewigen Wiederholungen. Ich bin wirklich im Limbo. Seid ehrlich, bin ich tot? Bin ich in der Hölle gelandet? Ist das mein Schicksal jetzt? Immer wieder die gleichen Spielpassagen spielen bis in alle Ewigkeit? Okay, das ist neu. Ich glaube, wir haben den Circle durchbrochen. Naja, erst wenn ich das nächste Mal gespeichert habe. Polizeiauto, da müssen wir, oder? Da führt die Spur hin. Weil er im Kofferraum war. Schauen wir mal. It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. I'm sure some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, you're so different from Nick. He's so much more intelligent. Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Let's go then and catch Diane's killer. Das hat er uns nie so gesagt, oder? Mir fällt gerade auf, dass die Bäume hier echt ungünstig wachsen. Wir sind auf den Gehsteig gegangen, sind nicht gerade die größte Person, also mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Äste geknallt. Das sollte so nicht sein. Da könnte man echt mal einen Gärtner anstellen in der Stadt oder so. Der da irgendwie drauf achtet ein bisschen. Ist ja doof. Zach, about Emily. Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zach? Anyways, I was very surprised when she came into my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation. Right, Zach? Alles... Ich stimme dir bei allem zu, solange das Spiel nur nicht wieder abstürzt, York. Was auch immer du sagst, lass nur das Spiel nicht abstürzen. Mit deinen ständigen Ladebildschirmen. Die sind gefährlich. Ich traue dem Spiel jetzt gar nicht mehr. So, wie oft müssen wir den Diamantina jetzt noch hinterherlaufen? Sieht so aus, als könnten wir davon wieder speichern. Mal schauen, ob es stimmt. Kannst du das Spiel... Nein! Okay. Dann halt nicht. No.
Was hey, where are you going? Deputy Willy is over here. Come on, hurry. Ich bin direkt hinter dem Hund. Du bist sonst irgendwo. Spinnst du jetzt? Was ist denn jetzt los? Nur weil er nicht hinterherkommt. Dankeschön, Mr. Hawkeye. Nett von dir. Are you close to the Ingrams? No, I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Ich hab auch oft Streams laufen. Don't you think they make a wonderful family? Ich kann das verstehen. I guess so. Including Jim, I suppose they do. Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, and this morning, Grandpa. Always about their family. Just listening to them makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going. Wenn diese Gespräche zwischen den beiden for some reason in the darkness, sind schon cool. I see Emily's face. Hundeverfolgungspassage. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. Weiß nicht, was die sagen. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Her blonde hair lit by the dawn. Eating steak in the diner. Giving me directions in the car. The horror on her face in the gallery. And that coffee she made. And it's like she's a goddess in a tight dress. Zach. Let's pray that she doesn't become a real goddess. Irgendwie funktioniert dieser Unsichtbarkeitseffekt nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Immer wieder ploppt die auf und man sieht sie viel deutlicher, als man sie sehen sollte. Aber gut. Hauptsache, das Spiel stürzt nicht ab. Du kannst so viele Bugs haben, wie du willst. Nicht mehr abstürzen. Nicht, solange ich nicht wieder gespeichert habe. Unmittelbar nach dem Speichern kannst du abstürzen von mir. Ist das ein Kompromiss, oder? Spiel. Oh, es fängt zu regnen an. Wir wissen alle, was das bedeutet. Crazy shit. Crazy shit bedeutet das. Naja, genau. Also so wie es aussieht, sehen wir die Nebenmission leider doch nicht, die ich eigentlich machen wollte. Ich dachte, wir haben noch genug Zeit, aber plötzlich geht's jetzt Richtung Finale, glaube ich. Aber so schlimm ist es nicht. Es gibt ein paar, wie gesagt, witzige Passagen, skurrile Passagen. Guckt es echt so nervig, weil hey, er zu lahmarschig ist. Deputy Willy, he's over here! Come on, hurry! Aber nichts Weltbewegendes. Ich muss also in Wirklichkeit in seiner Nähe bleiben, nicht in der Nähe vom Hund. Okay. Willy, York is nearby. Good job, Willy. Can we stop running now, please? Okay. Wir sind gleich da. Im Gemeindezentrum hat er ihn gefangen genommen. Genau da, ist das ein Zufall? Genau da, wo damals vom Militär das Gas ausgeströmt wurde. Hey, so we took the long route here. You weren't playing with us, were you? George, we've found out where York is. George? George! Könnte der Ström der Regen sein, der dein freiliegendes Mikrofon kaputt macht? Jason, I'm going in alone. Hey, hey! You didn't forget what George said. No, I haven't.
and that's why you get to stay out here and keep trying to contact him. I'm just going to check things out. I'll stay out of danger. Trust me. Okay, if you say so. I'll take care of this here. Leider, ja. Leider ist es schon wieder vorbei. Ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, das Spiel jetzt noch zu Ende zu bringen. Und wäre nicht eben jetzt gleich Merlins Geburtstag, würde ich es auch machen. Aber so muss ich jetzt, will ich wirklich jetzt um 12 Schluss machen, damit wir noch reinfeiern können. Sobald ich das nächste Mal speichern kann. Jetzt sieht sie die Zombies auf. Freeze! Ha. Das heißt, davor hat sie noch keine gesehen und so. Wer weiß, was das bedeutet. Hat sie die Golden Gun oder warum kann die One-Hit killen? Das ist ja voll cool. Ach nee, kann sie eh nicht. What the hell? York? Emily is here. Time to say goodbye, then. Thomas, let me tell you one more time. It's not too late. I can help you. Just untie me and let me go. If you don't, the situation will be irreversible. Unfixable. York, no situation is reversible. Didn't you know that? Everyone, everything proceeds along a path preordained by fate. Goodbye, then. I wonder who'll be the next person to open this door. Well, whoever that person is will be the one to decide your fate. Zach, what was I supposed to say? All I can do now is wait. Okay, wir haben bei ihr nur die Sheriffs Waffe, sonst nix. Na gut. Ihre Laufanimation ist so komisch steif irgendwie. Oh, come on. Nein, nicht schießen. Oh Gott sei Dank. Puh. Ich weiß nämlich nicht, wie es bei ihr mit Heilung aussieht. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Wo auch immer der sein mag. Aha. Gibt's für sie doch noch andere Waffen, oder wie? Keine Ahnung. Mal schauen. Ich kann leider die Kamera nicht so schnell drehen, wie sie die Treppen hochlaufen kann. Aber dass sie die Zombies jetzt auch sieht, heißt, dass sie die davor noch nie gesehen hat, obwohl sie so lange in der Stadt wohnt und obwohl es ständig regnet. Das würde bedeuten, dass vielleicht nicht alle Leute durchdrehen, sondern dass die Geister wirklich irgendwie mit dem Samen oder dem Raincoat-Killer in Verbindung stehen und da sind, wo der ist und vielleicht echt sind. Warum hat York nie drüber geredet? Vielleicht, weil er Angst hatte, dass ihn alle für noch wahnsinniger halten. Zu Recht. Vielleicht. Triple Kill. Ups. Ups. Overkill. Bisschen viel in die Luft gesprengt hier. Hey, aber wenn es jetzt wirklich nur noch eine halbe Stunde oder so geht, dann spielen wir es wirklich durch. Mal schauen.
Weil in meiner Erinnerung ist das hier so ziemlich Finale. Wenn ich so drüber nachdenke, kommt nicht mehr so viel. Jetzt ist hier ein Speicherpunkt und jetzt kann es sein, dass wir jetzt hier Schluss machen und am Dienstag spiele ich noch eine Viertelstunde und dann ist Schluss. Aber trotzdem, machen wir jetzt Schluss. Ist schon okay. Das Spiel gibt uns hier einen Speicherpunkt. Den nutzen wir. Und dann hören wir jetzt relativ pünktlich auf. Und dann können wir es am Dienstag, am kommenden Dienstag, ziemlich sicher zu Ende bringen, das Spiel. Na dann, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Und gute Nacht euch allen. Schlaft gut. Danke, Mr. Hawkeye. Ich richt's aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich Dienstag zum Finale. Dankeschön, Desert Railgun. Ciao. Gute Nacht.